Käse anrisiertes Charron, geboren in Budapest, 1935, das erste Kind von dem Ehepaar Karl und Margret Stern. Wir Juden eigentlich sind ewig unterwegs, seit der ersten Diaspora, wo die Juden zerstreut worden sind von damaligen Palästina oder Israel. Und die sind nach Osten und nach Westen und nach Norden und nach Süden gegangen sind. Und das ist irgendwie in unserem Blut drin. Hallo André. Salut. Alles gut? Alles in Ordnung, ja. Gut, wie froh, dass ich dich gefunden habe. Gut. Gehen wir in die Schulklasse? Jawohl. Hast du ein paar Sachen mitgebracht? Ja, wenig wie versprochen. So. Gut, ich habe dir versprochen, dass ich hier das Denkmal von Karl Lutz mitnehme. Genau, sehr schön. Das ist das. Das ist die Tafel dazu. Ja. Wo allerdings auf Ungarisch geschrieben ist. Ja, das ist ja gut. Du kannst es dann übersetzen. Was heisst das da aus dem Talmud? Das ist natürlich, wer ein einzige Seele rettet, rettet die ganze Welt. Mhm. Und das ist vom Talmud. Mhm, und noch darüber Karl Lutz, dass er Tausende von Leuten im 44 gerettet hat. Sag mir, wieso machst du eigentlich diese Arbeit? Mit mir zusammen. Von Schule zu Schule. Weil ich es ganz ein wichtiges Thema finde und weil ich in die Schule gegangen bin und Geschichtsbücher haben nicht wirklich etwas gesagt, über was passiert ist. Ah. Die ganze Propaganda in der Schweiz, der Mythos von der Schweizer Armee und alles hat voll funktioniert. Und zum Glück heute sind die Geschichtsbücher anders und neu geschrieben. Und zum Glück haben wir heute den Bärschi-Bericht. Ja. Und ich mache das, weil ich so einen Teil von der Geschichte auch von meinem Land, von meiner Kirche, von meiner Familie kann mehr darüber lernen. Und ich davon überzeugt bin, dass es ohne die eigene Geschichte zu verstehen nicht möglich ist, wirklich Friedensarbeit zu machen oder sich einzusetzen gegen Ungerechtigkeit. Finde ich schön. Und ich meine, es ist ganz toll für mich auch. Wir waren zusammen in den USA, und in England, in Österreich, in Israel. Wir haben überall die Programme geleitet. Das ist sehr spannend gewesen. Spannend und auch die Konflikte, die wir dort bearbeitet haben, und einfach auch deine Geschichte, so wie das bei den Leuten wirkt, das ist für mich ganz wichtig, das zu begleiten und zu unterstützen. Wie ist es für dich, wenn du vor einer Gruppe Jugendlicher bist? Es ist interessant, erstens, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass die Kinder auch das verstehen, was ich sage, und dass meine Kindheit ist verloren gegangen. Und dass sie doch Interesse hatten, das zu wissen, wie ich das alles erlebt habe, wie ich das aufgefasst habe und wie ich das jetzt verarbeitet habe. Und das sind eben die wichtigen Sachen. Und da gibt es einen sehr, sehr schönen Kontakt zwischen mir und den Kindern. Und ich sehe diese und höre diese wahnsinnige Stille, wenn ich etwas erzähle. Und das sehe ich eigentlich. Dass es sich lohnt, über dieses Thema zu sprechen. Ich bin Benny Spöri, ich bin 15. Ich komme im Sommer zur Schule aus und dann lehre ich Schreiner. Also ich habe mich auf den Workshop gefreut. Aber ich habe nicht genau gewusst, was mich erwartet. Aber ja, ich freue mich darauf. Mich interessiert in diesem Workshop vor allem, dass man sich mit dieser Person auseinandersetzen kann und sie kann erklären oder er. Wie das siehst, wie er das erlebt hat. Also, guten Morgen. Willkommen zu unserem Programm zu Vorurteilen und Antisemitismus abbauen. Wir kommen von einem Verein, der heisst NCBI, National Coalition Building Institute. Das kommt aus den USA, das gibt es seit mehr als 10 Jahren in der Schweiz. Wir wollen schauen, was haben wir für Informationen und Fehlinformationen über verschiedene Gruppen. Wir wollen schauen, was ist die Wirkung von Vorurteilen, von Ausgrenzung und Antisemitismus oder andere Formen von Ausgrenzung. Und wir wollen eigentlich das Wichtigste, wir wollen schauen, wie kann man Vorurteile abbauen.
Dann stellen wir uns kurz vor. Ich fange gerade an. Ich heiße Urs, wohne in Windisch. Ich bin Lehrer und Jugendarbeiter und leite seit etwa 10 Jahren solche Programme, wie wir hier jetzt heute eins machen. Ich heiße André Sirtes Charon, wohne in Hebenbruck. Ich bin auch etwa 10 Jahre dabei, mache ich solche Workshops. Nicht nur über Antisemitismus, sondern auch andere Themen. Ich bin Betriebsökonom und Erwachsenenbildner. Verheiratet, 3 erwachsene Söhne und 3 lang nicht erwachsene Enkelkinder. Ich bin Sarah Sophie, ich komme von Zürich, bin 18 und bin Schülerin. Ich mache das erste Mal mit so einem Projekt. Jetzt machen wir eine Art Spiel, das heisst Auf, Ab. Wir stellen Fragen. Wenn du die Frage willst, mit Ja beantworten, bitte dich aufzustehen. Wir machen das, damit du sehen kannst, bei welcher Gruppe gehörst du selber dazu. Und wo gehören die anderen Leute zu welcher Gruppe? Wir machen das auch, um zu schauen, wo stehst du gerne auf. Ja, ich gehöre zu dieser Gruppe. Oder wo stehst du vielleicht gar nicht auf? Oder überleist es zweimal, ob du sagen, dass du auch zu dieser Gruppe gehörst. Mindestens ein älterer Teil, der nicht in der Schweiz geboren ist. Okay, wo? Türkei. Asien. Wer war als Kind in einer Minderheit, in einem Quartier, wo du wohnst, dass man zum Beispiel Ausländer ist und eine Mehrheit ist Schweizer, oder du bist katholisch und eine Mehrheit ist Protestant oder umgekehrt? Wer ist oder war in einer Minderheit, wo er wohnt? Danke. Wer wurde mal beleidigt wegen seiner Nationalität oder Religion? Gut. Dürfen wir wissen, was gesagt hat? Ja, Ausländer, so ganz zurück in Islam. Scheiß Schweizer. Scheiß Jude. Schade, hat man ihn da vergast. Und einer hat mal das Hakenkreuz an die Scheibe von dort vom Schulzimmer gehängt. Und das hat mich ziemlich getroffen. Und bei mir auch kein Schweizer. Was muss man noch fragen? Man hat schon mal einen Ausländer oder einen mit einer anderen Religion beleidigt. Wer hat selber schon mal jemanden beleidigt? Oder? Danke. Holocaust habe ich mich früher vor allem mit Lesen auseinandergesetzt. Also, ich habe Bücher gelesen, Tagebücher vor allem. Also Anne Frank natürlich. Und ich denke auch, dass so ein Workshop viel anregen kann, auch dass man sich nachher im Alltag genauer überlegt, was sage ich jetzt oder eben was sagt der andere, ist jetzt das richtig. Einfach, dass man mehr hinterfragt. Jetzt geht es um das Thema Vorurteile. Wir haben alle Vorurteile. Wir haben sie nicht selber gewählt. Wir können nicht dafür, dass wir sie haben. Kleine Kinder haben keine Vorurteile. Wir kommen nicht mit Vorurteilen auf die Welt. Die kleinen Kinder sind offen für alle Menschen. Nachher lernen wir aber immer mehr Informationen, die wir abspeichern, wie auf einer CD. Vorurteile sind wie auf einer CD eingebrannt. Und die Informationen, die wir haben, sind auf dieser CD. Und es ist schwierig, um das wieder zu löschen. Aber es ist nicht unsere Schuld, dass wir sie haben. Und der erste Schritt ist, sie mal laut laufen zu lassen. Und schauen, was habe ich eingebrannt auf meiner CD? Und ich habe Evelyn gefragt, ob sie bereit wäre, das mit mir zusammen vorzumachen. Kannst du bitte dafür kommen? Wir zeigen das mal vor. Eine Idee, wie man das machen kann, ist, indem man es einfach mal laut raussagt. Und was ihr jetzt hört, ist nicht unsere Meinung über die Juden, sondern unsere CDs. Und wir zeigen, wie das geht. Könntest du mir ein Stichwort geben? Juden, Jüdinnen, Juden, etwa 10 Mal. Und ich sage einfach meine erste Einfall, was mir spontan in den Sinn kommt. Juden. Hockennase. Juden. Geld. Jüdinnen. Perücke. Juden. Hüt. Juden. So orthodoxe Juden. Juden. Andere Religionen. Juden. Gescheide Leute. Jüdisch. Andere Sprache. Mhm. Gut, du hast es sehr gut gemacht. Es ist nicht so einfach und vor allem das Vorzeigen ist auch nicht so einfach. Danke.
Jetzt müssen wir uns überlegen, woher haben wir eigentlich die Vorurteile? Und das ist der zweite Teil, das heisst erste Erinnerungen. Wo wir kleine Kinder waren, haben uns die anderen Leute gesagt, dass es Juden gibt und wie sie sind und dass wir nicht dazugehören. Und das ist jetzt die Frage, was ist deine früheste Erinnerung? Wann hast du gelernt, dass es Juden gibt und dass du nicht dazugehörst? Und jetzt hätte ich euch auch Zeit gegeben, um über das nachzudenken. Ja, ich war mal im Ferienpass, in der Sommerferien, bei der VBZ. Und nachher hat es dort ein paar so jüdische Kinder, also mit dem Käppchen. Und ich habe dort aber nicht genau gewusst, also was jetzt das für Leute sind und so. Nachher bin ich heimgegangen und habe gefragt. Dann haben mir meine Eltern auch erzählt, eben so ein bisschen von der Geschichte und vom Zweiten Weltkrieg und so. Das ist bei vielen nicht bei der frühen Erinnerung, dass es etwas mit Krieg oder mit Verfolgung oder mit «Die sind arm» oder mit Mitleid oder so zu tun hat. Hat jemand noch einen Kommentar oder eine Frage zu dem Thema Vorurteile? Ich habe das Gefühl, wenn, also irgendwie hat man jetzt mega beim Begriff «Jude» mega müssen suchen, bis man irgendwie so Vorurteile gefunden hat, wo kommen, wenn man das, also darum ist das Vorurteil eigentlich fast nicht da, weil wenn man das Gleiche mit dem Begriff Jugo gemacht hat zum Beispiel, wären viel bessere Sachen und viel mehr rausgekommen. Adja? Ja, ich habe noch ein bisschen mit dem Jud. Also, was ist denn Jud? Ich meine, für mich ist Jud oder Judzi oder genau wie Christ irgendwas einfach irgendwie eine Lebensinstellung. Aber es ist wegen dem gleichen Mensch. Und ich will nicht generell einen Mensch gegenüber Vorurteilen. Rebecca? Ich denke jetzt von uns, so wenn ich jetzt das einschätze, hat niemand so richtige Vorurteile. Eben, man weiss vielleicht Sachen, man hat schon gehört, ja, die Juden haben Geld oder irgend so etwas, aber ich glaube es nicht, dass das jemand da rein so wirklich findet, ja, die Juden sind jetzt böse, weil sie Geld haben. Ich denke, es ist irgendwie wie fast schon eine Generation spät. Das ist eine spannende Frage und das wird auch für nach der Pause, für das Gespräch mit dem anderen und der Ail ganz spannend. Wie erleben Sie das? Gibt es die Vorurteile noch? Erleben Sie das noch? Oder gibt es das gar nicht mehr? Oder erleben Sie einen Unterschied zwischen den Generationen? Oder zwischen Schweizer und Österreicher und deutschen Leuten? Das kann man sie fragen. Ja. Danke für eure Bereitschaft, unsere Fragen zu beantworten. Wie hast du Vorurteile oder Ausgrenzung erlebt? Ja, das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Ich bin in der Zweiten Weltkriegszeit in Ungarn gelebt. Und dort habe ich sehr viele Vorurteile und Antisemitismus erfahren. Und sehr schmerzhafte Erfahrungen gehabt. Und das ist etwas ganz, ganz anderes, was ich hier in der Schweiz erlebt habe. Ich persönlich habe ich nie antisemitische Bemerkungen gehört von Schweizer oder Schweizerinnen gegenüber die sogenannten Ungarn, die seinerzeit mit mir hierher geflüchtet haben. Die waren Antisemiten und sind sie auch heute noch an dieser Mitte. Und wir sind ja miteinander in Österreich gewesen, und in Österreich haben wir das auch erlebt, antisemitische Bemerkungen. Aber in der Schweiz persönlich nicht. Dafür aber meine Enkelkinder, die in Zürich leben, haben sie auch blöde Bemerkungen schon bekommen auf die Straße und Ausgrenzungen erlebt. Also ich sehe ja sehr nicht typisch jüdisch aus, also ich bin nicht äußerlich erkennbar jüdisch, ich habe keine BS und ich bin nicht, auch sonst nicht vom Typ her das, was man so landläufig unter typisch jüdisch würde sagen, aber ich, nach meinem Empfinden, und darum stoße ich natürlich immer wieder auf Vorurteile, ohne dass die Leute wissen, dass ich jüdisch bin, das ist dann immer wieder spannend, weil man so Sachen hört, die man sonst wahrscheinlich nicht würde hören. Und mir fällt auf, dass das massiv, also so empfinde ich es, massiv zugenommen hat. Also, oder zumindest salonfähiger geworden ist, Vorurteil gegenüber den Juden. Und in Zürich finde ich es speziell, ist mir in letzter Zeit aufgefallen, ich höre zum Beispiel Sachen wie die Weststrasse gehört den Juden. Die Juden haben machen, dass die Weststrasse, das können nur die Juden, dass die Weststrasse abgesperrt wird nach der 10. Die wird wegen den Juden abgesperrt. Was hast du vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht?
vor dem Zweiten Weltkrieg bin ich ein ganz kleines Bub eigentlich. Ich bin 35 geboren und der Krieg ist eigentlich angefangen 39, 40, 44. Normal, Kind gegangen und die Schule mit meinen Freunden und Freundinnen zusammengespielt. Ja. Du hast erlebt, wie sich solche Vorurteile oder so eine Stimmung auch umschlagen kann und Verfolgung und was passiert ist. Und magst du erzählen, ja, was ist passiert, als du im Bub warst? Vielleicht 1942, wo mein Vater ist abgeholt wurde von den Heimen, einbezogen in die sogenannte Armee, aber die Juden können natürlich haben sie nicht können Soldaten sein, sondern nur Hilfsdienst. Und die sind nach Russland deportiert worden eigentlich. Und nach dem Krieg haben wir eigentlich erst recht gewusst, was dort passiert ist und was sie gemacht haben mit den Juden. Dazumal hat es noch keine Minensuchgeräte in Russland und die ungarische Armee und die Nazis eigentlich haben die Juden, jüdischen Männer gebraucht, in die Minenfelder zu schicken und die Minen suchen. Und dort, wo explodiert haben, ich hatte Mine. Und so ist eigentlich mein Vater gestorben. Und wir haben erst 1943, das heisst meine Mutter, hat einen Bericht bekommen, dass mein Vater sich verschollen. Und wir wissen auch nicht, wo. Erst eben nach dem Krieg haben wir gewusst, wie er eigentlich ermordet worden ist. Und dann eigentlich 1938, wie die jüdischen Gesetze in Nürnberg bestimmt worden sind, sind eigentlich langsam in Ungarn auch, weil die sind ja Verbündete gsi von den Deutschen, sind die verschiedenen jüdischen Gesetze auch gekommen. Aber richtig gespürt haben wir erst 1944, wo die Deutschen einmarschiert haben, im 19. März 1944. Aber die sind so speditiv gewesen, dass wir innerhalb von 10 Monaten haben sie können alles gemacht, was seit 1938 oder 1933 in Deutschland oder Österreich gemacht worden sind. Das heisst, innerhalb von 10 Monaten haben sie 600'000 ungarische Juden ermordet. Und in dieser Zeit haben wir die verschiedenen unmenschlichen Sachen erlebt, wie zum Beispiel, ich habe nicht mehr in die Schule gehen. Die Juden haben nicht mehr in die Schule. Wir haben nicht das Radio hören. Die Juden müssen das Radio abgeben. Wir haben nicht dürfen in das Tram einsteigen, wo wir wollen, nur die hinteren Abteile. Wir haben nicht dürfen an den Park spielen. Wir haben nicht dürfen auf die Straße sein, nach 5 Uhr am Nachmittag und vor 11 Uhr am Vormittag. Wir müssen unsere Geschäfte abgeben. Und wir haben nicht dürfen dort wohnen, wo wir gewohnt haben. Wir müssen unsere Häuser, unsere Wohnungen aufgeben und die jüdischen Häuser innen gefecht. Eigentlich. Und so ist eigentlich eines Morgens in einem so einem jüdischen Haus, wo wir gewohnt haben, Polizisten reingekommen und alle Frauen zusammengerufen. Die dürfen 5 Kilo Päckchen mitnehmen, 5 oder 10 Kilo. Und die sind abgeholt worden. Und so auch meine Mutter. Und uns Kinder haben sie nicht mitgenommen.
Und meine Mutter ist dann deportiert worden und die haben den sogenannten Todesmarsch gemacht von Budapest bis nach Österreich. Die, die dort haben, nicht können weiterlaufen, die sind an Ort und Stelle ermordet worden. Am gleichen Abend, wo meine Mutter abgeholt wurde, ist am Morgen, am gleichen Abend sind wieder Polizisten gekommen und haben alle Kinder zusammen getrommelt. Und wir sind auch mit einem Marsch außerhalb von Budapest in einem Kinder- und Jugendlager deportiert worden sind. Ich mag mich erinnern, das waren strömende Regen und mein kleiner Bruder, sie ist 2,5 Jahre jünger als ich, hat immer wieder gebrüllt. Und wir sind in diesem Kinder- und Jugendlager, wo unter der Ägisse der Schweizerischen Roten Kreuz gestanden sind, aber es war nur namentlich so. Dort haben wir jeden Tag etwa 5 Gramm Brot bekommen. Und einmal in der Woche so Suppe. Dort waren wir vom Oktober bis Dezember. Und im Dezember haben wir können flüchten. 16 hoch. Mit etwas älteren Jugendlichen haben wir durch den Haag, der ziemlich eng war, aber wir als kleine Kinder konnten durchschlüpfen und dann haben wir geholfen, im anderen auch den Haag etwas weiter aufmachen. Und so haben wir können flüchten. Nach dem Krieg ist uns bewusst worden, dass nur wir 16 im Leben geblieben worden sind, weil am anderen Tag sind die Nazi-Scherge ins Lager hineingebrochen und alle haben deportiert nach Auschwitz, wo vergast worden sind. Und wir 16 eigentlich im Leben geblieben sind. So war eigentlich Zeit gewesen, Lagerzeit. Und nachher von der Lager haben wir geflüchtet und wir haben nichts anderes gewusst, dass eine einzige Adresse unsere nicht-jüdische Angestellte von unserem Geschäft, wo dort gewohnt haben, wo unser Geschäft war. Und die haben in Kellerräumlichkeiten von unserem Geschäft auch Juden versteckt und Essen gegeben und kochen für diese Leute. Und wir sind zu diesen Ehepaaren gegangen sind. Und die haben gewusst, dass mein Onkel irgendwo in Budapest lebt. Das sind natürlich irrsinnige Zeiten gewesen. Einer hat nicht gewusst, wo der andere lebt. Familien sind total auseinandergerissen worden. Und mein Onkel, er war übrigens invalid, wegen dem haben sie nicht genommen. Hätte er können mit ihm seine Geschichtlichkeit Schweizer Schutzpass erwerben. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen gehört habt von Karl Lutz. Karl Lutz war ein Schweizer Diplomat in Budapest, wo aus seinen eigenen und eigenen Ideen schweizerische Schutzpässe gemacht, ohne dass die schweizerische Eidgenossenschaft einverstanden wäre. Also mein Onkel hatte so einen Schutzpass erworben, das heisst bekommen, für meine Mutter und für uns Kinder. Er hat seine Zeit, wo das überkommt.